From Studio One in the heart of Hanover, here comes Ernst and Albert. And here are your hosts. Gut seht ihr, was? Ha? Ja, gut seht ihr aus. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ja, hallo zu einer neuen Folge mit Ernst und Albert. Du musst doch aber jetzt deinen Spruch sagen. Du musst doch jetzt sagen, was du immer sagst. Nee, muss ich nicht. Wo steht denn das geschrieben? Weil wir immer sagen, ich sag den Leuten immer, gut seht ihr aus. Das kannst du ja machen, aber ich erzähl doch nicht jedes Mal dasselbe Zeug. Ja, wieso denn nicht? Ja, warum denn? Vielleicht wollen die das ja. Wenn ich denen sage, gut seht ihr aus, dann glauben die mir das. Die glauben, merkst du das nicht? Du erzählst den Leuten immer was und die schicken dich dann immer weg. Und mich dummerweise mit. Die glauben dir das nicht. Frau Merkel auch Turn... Entschuldigung. Ja, ob die Merkel, Frau Merkel eigentlich auch Turnschuhe anhat? Turnschuhe wahrscheinlich nicht, aber bestimmt hat sie Sneaker an. Ja, wissen wir nicht genau, ob Frau Merkel einen Schrank voll Sneaker hat, aber wir waren... Ja, wir waren erstmal noch gar nicht, du hast immer noch nicht deinen Spruch gesagt. Ich fange nochmal an. Gut seht ihr aus, schön, dass ihr es geschafft habt. Das musst du sagen. Ja, so ist es. So ist es. Und ihr seht gut aus. Mhm. Aber das hatten wir, glaube ich, jetzt schon, ne? Das hast du schon mehrfach. Das habe ich schon gesagt. Du hast deinen Spruch schon mehrfach gesagt. Mhm. Zum Besten gegeben. Ja. Und dann sage ich noch Folge. Heute wäre dann Folge 15. Folge 15 ist das, Ernst und Albert. Folge 15 und diesmal bei Mesh und Lasers in Hannover. Eine Sneaker-Messe. Auf einer Turnschuh-Messe. Mhm. In einem Kulturzentrum. Ja, war ja sehr viel Kultur, deswegen in einem Kulturzentrum. Kulturelle Schuhe. Kultschuhe. Kultschuhe. War ja alles voll Kultschuhe. Die haben auch kultisch viel Geld gekostet. Mhm. Ja, immer mal mit diesem Gelaber auf. Eine Stunde, Ernst und Albert. Band ab. Here we go with Ernst und Albert. Ja, Ernst und Albert. Auf, ja. Ja, wo sind wir? Sind wir hier nach Disney? Weltradio. Weltradio. Und wo sind wir hier heute? Heute sind wir da bei den Turnschuhen sind wir heute. Ja, das heißt irgendwie Mesh und Lasers. Ja. Ist zumindest. Hier geht es also um Schuhe. Ja, irgendwie stehen hier ein Haufen Leute rum. Hier wird nur gesoffen eigentlich. Alle haben hier irgendwie eine Bierflasche in der Hand. Aber die sehen cooler aus als wir. Ja. Und die haben auch alle Turnschuhe an. Hast du auch Turnschuhe an? Ich weiß nicht, ob das Turnschuhe sind. Ja, die sind ja richtig der Renner. Das ist so rot, so rötlich mit ockerfarbenem Einsprengsel vorne. Kann sein, dieses Ocker, das ist auch nur Kuhscheiße wahrscheinlich. Ja jetzt, dann, was machen wir jetzt? Aua. Warum rauscht es bei mir so? Keine Ahnung. Ja, und was machen wir denn jetzt hier? Ja. Dumm rumstehen. Das können wir ja mal fragen, was das soll hier. Ja. Oder was auch immer. Ja, dann lass uns doch mal fragen. Fragen wir jetzt mal wen. Wen denn? Naja, hier kommt der zeigt schon auf uns. Hallo, ja, sag mal her, Leute. Hier. Was, hallo. Was macht ihr hier? Was, Schuhe und so, ja. Kaufen, gucken. Ach, alles, das, ja. Das ist ja ein Laden sozusagen. Das ist eine Messe. Was gibt's da hier? Neue Schuhe? Ja, Klamottenschuhe. Aber ihr seid jetzt gerade... Also eigentlich alles so, ne? Ja, mehr braucht doch keiner. Klamottenschuhe, Bier. Vielleicht noch Frauen, oder? Wie? Frauen. Ja, die kommen und gehen so, ne? Aber... Habt ihr denn schon was gefunden? Oder ihr seid jetzt gerade erst reingekommen, ja? Ja, nee, wir sind schon länger hier. Also... Ich habe mir extra den hier gekauft, um zum Bahnhof zu laufen nachher, weil ich hatte vorher einen weißen an. Das geht halt nicht bei dem Wetter. Was haben die gekostet? Ladenpreis 180 Euro. Normal geht der ein bisschen teurer, aber... Ja. Ja, zeig noch mal her eure Schuhe hier. Was sind das hier für Treter? Naja, hast du doch... Das ist ja französische Nationalfarbe Fahne da drauf. Ja, das ist, Frankreich. Aber sag mal, da sind doch, du hast ja gesagt, das sind Adidas, da sind doch überhaupt keine Streifen. Wo sind denn da die drei ganz... Ja, das ist so, aber da... Angedeutet. Aber das sieht doch gar keiner. Ja, das muss ja auch keiner sehen.
Was hast du da mit Frankreich am Hut? Ja, das war seine Idee. Also da. Bist du Franzose? Ja, halber. Mütterlicher oder väterlicher sei jetzt? Ja, mütterlicher. Ja, sind die in Paris turnschuhmäßig auch gut aufgestellt? Ja, in Paris ist eher so klamottenmäßig. So turnschuhmäßig ist eher so Amerika-Deutschland. Und bei denen London, Paris sind eher so Klamotten. Also halt limitierte Klamotten auch. Okay, und meine Schuhe zum Beispiel, wie findest du die? Ja, kann man halt tragen, ne? Also ich würde niemals was dagegen sagen. So. Das wollen wir auch geraten haben. Ja, ja. Gibt es Zusammenhänge zwischen dem Schuh und dem Sexualverhalten? Bock auf Schuhe und Bock auf Sexualverhalten, ne? Mehr eigentlich. Mehr auf Schuhe oder was? Ja, eigentlich mehr Bock auf Schuhe auf jeden Fall. Ja, das ist auch wichtiger. Gucken wir uns mal die Mädels da drüben an. Jetzt so rein nur so rein schuhmäßig. Ja. Kannst du da irgendwie was erkennen, wer so richtig geil drauf ist? Ja, also ich mach das jetzt nicht an den Schuhen fest. Also sind schon ein paar Pralinen hier auf jeden Fall. Ja, wir nehmen uns jetzt mal so drei, okay. Und du sagst nur mal so von den Schuhen, ja, wer da total abgeht im Bett, ja? Ja, okay, okay. So, pass auf, ihr bleibt mal jetzt hier schon stehen, ihr Mädels. Kommst du mal bitte her! Kollege, das reicht doch erstmal, was okay, wir jetzt hier haben. Ihr müsst eigentlich nur im Moment nur so dastehen und gut aussehen. Wie heißt ihr? Paula Marielle. Jetzt guckt ihr euch nur die Schuhe an und jetzt sagst du mir mal so ganz leise, wer von dem schuhmäßig total abgeht im Bett. Das ist aber auf jeden Fall nicht politisch korrekt so, das würde ich halt nicht machen. Ich reduziere Frauen nicht auf Schuhe so. Auf was dann? Was soll das? Das geht nicht. Also ihre Schuhe sind heiß. Okay. Was ist daran heiß? Ja, ich trage den selber, also. Was sagst du dazu, dass sie heiß sind? Ja, finde ich super, denn der gleichen Meinung bin ich auch. Okay. Also sie hat so ganz weiße Schuhe an. So, aber jetzt hier die Kollegin, die kam jetzt noch gar nicht richtig zu Wort. Die hat ja jetzt so auch ein bisschen weiß drin und es geht so im Blau rüber. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, so marineblau, ne? Wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, wir beide, ne? Wir als Experten, die sind nicht richtig geputzt, die sind nicht sauber. Siehst du das? Ja, Schuhe sind ja auch zum Tragen da, ne? Ist das da nicht so eine Aussage, dass sie das größere Luder ist? Ja, da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen, also. Das ist ganz schön frech jetzt von euch so, ne? Politisch auf jeden Fall nicht korrekt. Ich kann ja hier schon mal anderweitig weiterfragen. Was macht ihr denn hier so überhaupt? Wir gehen durch die Messe, gucken uns die verschiedenen Aussteller an und kaufen eventuell noch ein paar Schuhe. Was ist euer Budget? Wie viel 1.000 Euro? Was ist unser Budget? Spenden, also wir müssen ein bisschen mehr drauf achten. Ja, wir wollen eigentlich sparen, aber jetzt sind wir hier gelandet, also. Also maximal 678. 403,10 Euro. Darf ich mal fragen, wie viele Paar Schuhe habt ihr denn daheim? Zu viele, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, so um die 20 auf jeden Fall, aber das geht ja noch. Also insgesamt oder nur Sneaker? Insgesamt so, ja. Nee, da weiß ich nicht. Keine Ahnung. So rein schuhtechnisch interessierst du mich mehr, weil du hast ein bisschen Schmutz auf den Schuhen. Ja. Ist das so, bist du so ein richtiges Luder? Wie bitte? Ob du so ein richtiges Luder bist. Guck mal, klar, was machst du jetzt? Ja. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, das ist immer dasselbe. Dabei habt ihr euch so nett unterhalten gerade. Ja, eben. Aber ich sag da nichts dazu. Ja. Ich hab's einfach mal probiert. Dann. Ja, aber gut, muss es halt immer versauen. Ja. The show must go on with Ernst and Albert. Ja, okay, und jetzt? Dann hätten wir jetzt. Jetzt gehen wir woanders hin oder was? Ja. Ja. Obwohl hier vorm Eingang sind wir eigentlich auch. Was machst du hier eigentlich? Was ist denn dein Job hier? Ach, ich bin einfach hier, um ein bisschen Spaß zu haben, was Neues zu sehen. Deswegen bin ich hier. Aha, hast du schon was Neues gesehen? Noch nicht wirklich, nee. Also, ich kenne alles, ich weiß alles. Deswegen bin ich noch nicht begeistert davon, was ich hier so alles gefunden habe. Aha. Du bist also schon überall mal durchgegangen, ja? Bin überall durchgegangen, hab mir alles angeschaut, jeden einzelnen Schuh. Also, du hast hier auf deinem Pulli hier auch so ein Franzosenzeichen drauf. Wir haben eben auch schon Turnschuhe gefunden mit dem Franzosenzeichen. Das ist aber eher ein Polenzeichen, oder? Was damit? Was ist das für ein Zeichen? Ein Polenzeichen. Ein Polenzeichen. Ja gut, aber wenn es ist weiß und rot und wenn man ja, aber diese Blau vom Pulli noch mitnimmt. Ja, aber das zählt aber nicht. Aber was macht ihr denn eigentlich hier? Was ist das? Wo du denkst, du schon rumgelaufen bist und nicht hier auskennst, kannst du uns nicht mal irgendwas auf irgendwas zeigen, sag ich mal, wo wir jetzt mal, sagst du mal zusammen irgendwo hingehen, ja, was dich total. Mephisto. Mephisto? Was gibt's denn da?
Da gibt es coole Schuhe an sich, von der Luft her am angenehmsten, cooles Licht. Kommst da, du mit uns? Da fühle ich mich wohl. Kommst du mit uns dahin? Zeigst du uns okay. das? Ich wollte gerade gehen. Tut mir leid. Mephisto hat er gesagt. Da wollen wir da zu dem Mephisto mal reingehen. Wo ist da hinten? Da steht ein Schild Mephisto. Da müssen wir jetzt ein paar Stufen hochlaufen. Ja. Oh, das ist wieder Stufenlauf. Hier links ein Kleiderständer. Hier steht schon eine. Mode ist ja bestimmt sehr wichtig, ne? Ja, geht. Okay, was ist denn der Trend in diesem Jahr? Was Trends angeht, habe ich nicht so viel Ahnung. Der Trend ist blau, weiß, rot. Ja, du hast, genau, hast du auch was mit Frankreich zu tun? Wie bitte? Ob du was mit Frankreich zu tun hast, weil deine Joggingjacke da sowas hat mit blau, weiß und roten Farben. Ich gerade nur mal anprobieren, gucken, wie sie passt. Aber mit Frankreich also. Zum Glück nichts zu tun. Ach, die gehört dir noch gar nicht. Was heißt denn hier zum Glück? Ist sie nicht ein bisschen weit? Ja, doch, ein bisschen groß, aber... Ja, es ist schon ein ganz schöner Schlapper-Look so, ja. Was? Ganz schöner Schlapper-Look ist das so. Ja, aber das ist... Bequem. Cool. Ja. Ja. Ja, Mensch, ich guck mal so an der Hoch und Runter. Was hast du für eine Hose an? Das ist doch auch so eine dunkle Farbe. Die Schuhe, das ist so ein spezielles Modell. Das geht so ins Dreckgelb, ne? Nee, das ist Gold. Und wenn du jetzt eine schwarze Hose hast, müsstest du ja eigentlich eine rote Jacke kaufen. Dann hättest du schwarz, rot, gold. Nee. So nationale Farben finde ich nicht so cool. Doch mehr Frankreich. Auch nicht. Change your life with Ernst and Albert. Lass uns erstmal diese Mephisto-Halle da gehen. Die Leute warten da jetzt alle schon drauf, dass wir das jetzt auch einfach vollziehen. Ja. Guck mal, warte mal, was hat sie denn auf... Sie hat ja so ein Buch in der Hand. Siehst du das? Mit Namen drauf. Was bist du denn? Was hast du denn da? Machst du deine Hausaufgaben hier gerade? Nein, ich habe nur mal reingeguckt. Was steht denn da drin in dem Buch? Das ist die Liste mit Dingen, die verkauft haben. Ach so. Und läuft soweit gut? Ja, ich glaube schon. Also ich bin noch nicht so lange hier wie die Jungs, aber... Diese Franzosenfarben sind gerade der neueste Schrei? Oh, da habe ich keine Ahnung von. Du bist ja auch selber jetzt nicht so besonders modisch angezogen. Ist das so verkaufsfördernd, wenn man sich dann selber so wie so eine graue Maus neben die modischen Sachen setzt? Graue Maus? Ich liebe diesen Pullover. Blaue Maus ist das. Wir können ja nachher nochmal vorbeigucken. Ob ihr dann schon wieder mehr verkauft habt, ja? Ja, bestimmt, ich hoffe. Jetzt aber rein in die Mephisto-Halle. Ja. Ernst und Albert sind wir und hört ihr immer noch. Ja, was ist denn, ja. Das ist, Auf jeden Fall ist es hier ein bisschen DJ-mäßig ein bisschen ruhiger. Ja. Kommt die Musik hier nicht so rein. Hm. Guck mal, das ist ja hier ein Goldschuh, der wiegt bestimmt 18 Kilo. Und eine Mütze für 80 Euro. Da steht aber auch was drauf. 80 Euro, die Mütze. Ja, oder ist... Ja, das ist sie schon wert. Wie heißt das Zeichen da? Ist da so ein aufgenähtes Etwas? Supreme. Ist das so ein Backpulver? Das ist eine supreme Mütze. Backpulverfirma. Wahrscheinlich. Ach, ja. Guck, ja, die sind auch geschenkt. Ja, 275 Euro. 275 ist oder gar nichts. Vielleicht sind das ja... italienische Lire oder sowas. Mhm. Und wenn du jetzt mal das Material von dem Schuh hier anschaust, ich fass mal drauf, das hört sich so an wie, das ist so wie Stoff, ne? Das ist Stoff, Das sind Socken eigentlich, so graue, genau. So graue Sockenstoff. Das sind Socken mit unten angeklebt noch so eine Gummisohle und das dann für 275 Euro. Gummisocken. Ja. Ja, für 275 Euro. Ist doch geschenkt. Ist das ein Geschenk? Und vor allem eine tolle Idee. Man muss ja nicht die Socken immer gleich wegwerfen, wenn sie ein Loch haben. Man kann da auch einfach ein Gummi drunter setzen. Ja, praktisch wie mit dem Fahrrad. Kannst du flicken dann. Ja, aber worauf ich jetzt total stehen würde, ist dieser Apparat hier. Aber dieser Goldschuh. Aber guck mal, wenn der 18 Kilo wiegt für 290 Euro... Hat er auch 18 Karat. 18 Kilo also gleich 18 können Karat. Das können wir dann... Jede Menge kaufen von den Schuhen, die schmelzen wir dann ein und verkaufen. Also dieser Schuh, der hat schon so mehr so Panzerausformung, obwohl das so ein Riesenapparat ist. Mein Favorit wäre jetzt dieser Sockenschuh. Da können wir mal ein bisschen, finde ich auch toll. Können wir nicht mal ein bisschen Verkaufsberatung hier machen? Wir könnten doch den Leuten, wenn wir uns selber schon so gut hier auskennen, machen wir hier mal. Na, ihr beiden, sollen wir euch mal ein bisschen beraten? Komm mal her, mein Kabel ist nicht so lang. Ich würde gerne nicht beraten werden. Ach. Ja, alles so schön bunt, ja. Mhm. So,
So, aber guck mal, er hat auch diesen Goldschuh hier. Wie findest du denn den Goldschuh hier? Das ist eigentlich ein sehr abgefahrener Schuh. Das ist halt mal was anderes gegenüber halt ganz normalen Sneaker, so wie Adidas, Nike. Das ist halt mal was ganz, ganz, ganz anderes Ausgefallenes, ja. Ja, findest du den Preis auch angemessen? Was soll der kosten? 290 Euro ist ganz okay für einen Supreme-Schuh. Hast du sonst noch einen Kommentar? Für die Leute hier, kauft euch fette Schuhe, gibt nicht so viel Geld aus, denn Schuh ist nicht alles. Du bist ja hier der Schuhverkäufer, ne? Wieso guckst du die ganze Zeit auf dein Handy und jetzt frisst du auch noch irgendwie da, was isst du denn da aus deiner Tüte? Ich wollte nur beschämt wegschauen, weil hier gerade das Radio vor mir steht. Was hast du denn da in deiner Krümeltüte drin? Ach so, ein halbes angefressenes Brötchen. Hat das einen Grund, dass du diesen Goldschuh direkt an die Ecke gelegt hast, wo halt hier auch alle durchkommen? Ja, selbstverständlich, weil die Lichtverhältnisse ja auch relativ schlecht sind, muss der Goldene nach außen, damit er ein bisschen das überträgt auf die Inneren. Und was ist gerade angesagt in diesem Sommer? Naja, da ist eigentlich alles dabei, ne? Aber angesagt sind natürlich immer die Yeezys, immer in schönen Creme- und Weißfarben. Creme und Weiß. Und das ist eigentlich so der Renner. Sag mal, warum das kostet denn das Ding hier 450 Öcken? Tja, das liegt dann wohl an der Stückzahl und an der Beliebtheit. Das ja, was hast denn du für Schuhe an jetzt? Bitte? Die Schuhe, die du anhast jetzt, wie viel haben die gekostet? 20 Euro. Okay. Und du kommst dir da nicht komisch vor, wenn du welche für 450 hier verkaufst? Naja, aber das ist ja was ganz anderes. Guck mal. Zeig mal. Ach, das sind ja nur Badelatschen. Was für ein Schuhtyp sind wir beide? Was würdest du uns so andrehen? Also euch, wenn ich euch so anschaue, würde zumindest mal was Rotes matchen mit der Jacke jeweils. Guck mal hier. Ja, wie ich sehe, ist das schon so. Ansonsten, keine Ahnung, wenn ihr viel unterwegs seid, vielleicht eher so ein bisschen was aus dem Running-Bereich wahrscheinlich. Running, haben wir das? Ganz toll. Wohin geht's jetzt? Warte, ich geh mal rechts von dir. Kommen wir jetzt überhaupt hier durch? Guck mal, die Weißen da oben, sind das nicht dieselben? Vielleicht kosten die ja weniger als 450. Ja, genau, wir sehen ja so ähnlich aus. Hallo, was kosten denn die Dinger hier? Die Dinger? Ja. Die liegen bei 450 Euro. Das ist ja denselben Preis wie er da drüben. Genau, wir gleichen uns an. Ihr habt euch doch nicht etwa abgesprochen, oder? Ja, also das Ich hab den sogar noch höher angesetzt. Ich bin runtergegangen, weil er runtergegangen ist. Ach so. Na, nicht, dass das Kartellamt jetzt noch vorbeikommt. Jetzt ist ja so Frotti drauf. Was soll das darstellen? Also das Material nennt Adidas Prime Knit. Es ist halt atmungsaktives und stretchfähiges Material. Mhm. So, es soll modernen Tech repräsentieren. Es ist halt, aber was genau die sich damit gedacht haben, kann ich auch nicht sagen. Ich bin kein Verantwortlicher bei Adidas, auch wenn ich das gerne wäre und gerne das Geld auf dem Konto hätte. Aber sag jetzt bloß nicht, du hast jetzt momentan auch Schuhe für 20 Euro an. Ich habe Schuhe gerade für 180 Euro an. Aha. Ein Future Support von Overkill. Future Support? Ja. Was heißt denn das? Das heißt, das ist eine Neuauflage von Adidas. Adidas hat die Equipment-Serie, die EQTs, und haben damals einen Support gemacht. So, der ist auch wieder neu aufgelegt worden und jetzt haben die den in die Neuzeit gebracht quasi. Ein bisschen modernisiert, neue Materialien und der heißt dann Future Support oder auch 93,17. Aha, okay. Kaufen Frauen sich nicht immer lieber mal so Schuhe, die ein bisschen wärmer machen, die Füße? Die haben doch mal so kalte Füße. Für die haben wir hier im Angebot auf jeden Fall welche mit Frotte innen drin. Frotte. Ich glaube, der Kollege hat da hinten was. Zeig dir doch mal, wir wollen die mal sehen. Ist unüblich, dass sie auf einer Sneakermesse sowas im Sommer kaufen. Das heißt? Es sei denn, die sind Schnäppchenjägerinnen. Aber Schnäppchenjägerinnen müssen nach oben zu den Händlern, weil das sind die Sale-Bitches. Das heißt, es gibt da High Heels dann auch keine hier, ja? High Heels gibt's hier gar nicht. Ja, das ist Wer hier High Heels verkauft, fliegt raus. Das ist ja auch Mist. Naja. Was für Schuhe sollte man so im Bett tragen beim Sex? Eine High Heels. Am besten gar keine oder High Heels. Turnschuhe kommen da blöd. Ja, ja Leute. Wie sieht denn das mit so Schuhen aus mit leuchtenden Sohlen? Die so, leuchtender Sohle? Ja, ja, die so mit LED drin. So LED-mäßig oder was? So 90er Jahre? Ja, die dann beim Laufen so anfangen zu blinken. Hier, frag den Mann. Den habt ihr schon gefragt. Der hat solche Schuhe. Er hat solche Schuhe? Ja, du hast LED, mein Freund. Mit leuchtender Sohle. Ja, leuchtender Sohle, ja. Thomas. Also mit. Von, ich weiß nicht, irgendwann aus den 90ern. Ach so, dann sind das wahrscheinlich andere. Ich meine jetzt eher solche mit solchen LEDs drin. Nein, die dann diesen neumodischen Scheiß, den man aus China kauft, den habe ich nicht. Ich habe die Originale.
Ach so, okay. Sowas wird hier auch nicht gern gesehen. Das verkaufen wir auch nicht. Okay, also ist nicht mehr innen oder was dann? Nee, das sind ja meistens dann Replikas von diesem Schuh. Mhm. Ja, mit irgendeiner chinesischen Sohle drunter und LEDs drin. Okay. Die kannst du dann bei Amazon für 30 Euro oder 40 Euro kaufen. Ja, aber das könnte ja auch jemand in diesen Originalschuh einbauen, doch theoretisch. Das könnte man machen, wenn man diesen Schuh mag und das möchte, den zu zerschneiden für 400 aber Euro. Wenn es um Customizing geht, dann ist der große Mann hier wieder der richtige Ansprechpartner. Aha. Der Ingo, macht nämlich Ingo, Hybride. Der okay. nimmt ein altes Vintage-Modell und setzt eine moderne Sohle drunter. Aha. Kannst du uns ja in diesen 450-Euro-Schuh, kannst du uns da leuchtende Sohlen reinbauen? Also selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen, weil leuchtende Schuhe sind so überflüssig wie ein Kropf. Wenn ich dir da jetzt 2000 Euro dafür gebe? Nee, da brauchst du mich nicht für. Ja, das ist schade. Ich hätte kriegst du die für einen 20er, ganz, ganz günstiger Import aus China und dann passt das. Hier gibt es nur Kulturgut, weißt du, hier gibt es Geschichte, hier gibt es Kulturgut. Aber leuchtende Sohlen braucht keiner. Aber Mensch. Du kannst doch neues Kulturgut schaffen. Come together with Ernst and Albert. Guck mal, jetzt ist da wieder so ein T-Shirt mit einer Franzosenfahne ja. drauf. Siehst du das? Moment. T-Shirt mit einer Franzosenfahne, Schuhe mit Franzosenfahne. Ein französischer Künstler, der das gemalt hat. Aha. Deswegen. Ist Frankreich gerade modisch total oben drauf, mehr als sonst? Wieso sollte Frankreich hat doch überhaupt keine Ahnung von Mode. Also Paris oder was? Nee, die Messe, weil ich habe überall schon die Messdiener mit diesen ganzen Klamotten gesehen mit Franzosenfahne drauf. Was hat er denn geraucht, Alter? Digga, komm, Ghetto-Faust. Wollen wir mal irgendwie vielleicht hier wieder raus, woanders hin? Jetzt könnte man doch noch mal gucken, wie das hier verkaufsmäßig aussieht. Wo wir hier vorhin sind, sind wir wieder an dem kleinen Tisch. Ja, jetzt ist aber... Mit dem Verkaufsbuch. Da sitzt jetzt eine andere dran. Mhm. Wir wollten mal wissen, was in der Zwischenzeit noch wieder hier so verkaufsmäßig gelaufen ist. Wir haben ja schon... Einiges auf jeden Fall. Würdest du auch die Sachen verkaufen, die du gerade anhast? Die ich gerade anhabe? Ja. Würde ich verkaufen, aber nicht hier in dem Rahmen, glaube ich. Hat ja nicht so viel damit zu tun. Aber die Schuhe würde ich natürlich trotzdem kaufen. Ich würde die von dir kaufen, aber getragen. Ah, hast du so einen Fetisch oder was? Ja, ihr Lieben, ich mach mal weiter hier, ja? Ich guck mal jetzt mal ein bisschen. Ja, meine Damen und Herren, Ernst und Albert. Mhm. Ernst und Albert auf Mesh und Laces. Und jetzt gehen wir dahin, wo kleine Kinder weinen. Ja. Zum Mann mit der großen Schere. Dazu müssen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Stufen hoch. Und stehen jetzt auf so. Der Empore. Was ist denn jetzt eigentlich für ein Andrang? Und da sitzt. Ach, guck mal, jetzt unser Frankreich. Ach so, Friseur müsstest du auch mal wieder, ne? Ja, ich suche gerade einen. Aber da vorne weißt soll du, einer sein. Es gibt halt nicht viele Friseure, die in der Lage sind, einen Germo in den Griff zu kriegen. Ein Germo? Soll ich dir noch erklären, was ein Germo ist? Ja, mach das Deutscher. Mal. Deutscher. Ein German Afro, genau. Jetzt rennt er wieder weg. Steht ihr hier zum Friseur an oder was macht ihr hier? Ja. Was willst du jetzt da machen lassen? Haare schneiden, denke ich, ne? Okay, und wie stellst du dir das vor? Erst bekannt für Konturen schneiden, alles ganz genau. Aha. Ja, es sieht auch, er macht das auch sehr gewissenhaft jetzt. Was kostet das so, einmal Haare schneiden hier? Ja, je nachdem, was man zahlen möchte. Wie soll ich das jetzt verstehen? Du gibst ihm dann einfach irgendwas? Ja, von 0 bis 3.000 Euro theoretisch. Also je nachdem, was mir dein Haarschnitt wert ist. Also nimmt er gar kein Geld für. Nur eine Spende. Aha, okay. Ist ja auch ein interessantes Konzept. Das ist halt ein Friseur aus Leidenschaft, ne? Du bist ja Friseurmeister. Wieso? Ich hab gehört, du nimmst keine feste Geldsumme. Wie läuft das hier bei dir, wenn man Haare schneiden will? Ja, mit Wertschätzung, ne? Also je nachdem, wie der Kunde empfindet, was ich hier abgeliefert habe, darf er mich bezahlen. Also... Ja. Warum sind deine eigenen Haare so zottelig? Warst du schon lange nicht mehr beim Friseur? Naja, ich nehme das halt immer wie mit dem Schuster, ne? Der hat die schlechtesten Schuhe, der Fensterbauer hat die schlechtesten Fenster, weil er einfach keine Zeit hat für seinen eigenen Kram. Wie lange machst du das schon? 11 Jahre. Bist du schon gespannt? Ja klar, auf jeden Fall. Was willst du jetzt machen lassen? Nur Haare schneiden? Du kannst dich gerne austoben. Ja. Hab Spaß. Und da wäre ich vorsichtig an deiner Stelle. Ich weiß, er ist Meister, er ist gut. Okay. Ich habe deine Arbeiten schon gesehen, deswegen, ich warte schon 3 Stunden. Will das auf jeden Fall nicht verpassen hier. Ja, ist das, findest du das toll, dass die Leute 3 Stunden auf dich warten hier?
Normalerweise warten die Leute anderthalb Monate auf mich. So, jetzt wird erstmal die Halskrause angelegt, damit Klamotten... Ist das nicht scheiße, wenn die Kunden überhaupt nicht sagen, was sie wollen? Naja, es ist ziemlich zwiegespalten, weil manchmal gibt es Leute, die sagen, mach mal. Und am Ende kommt raus, naja, ein bisschen anders wäre besser. Oder so wie jetzt. Dann weiß ich halt, wenn ich den jungen Mann vor mir habe, was ich sehe in meinem Kopf. Und dann ziehe ich das durch. Ist halt dann, also ist halt, wie gesagt, mal so, mal so. Wo bist du, in welchem Laden? Also ich persönlich bin ein Köpenicker, aber ich arbeite hauptsächlich und wohne in Friedrichshain. So, dass mal das Haar gegossen, damit es wieder schön wächst dann. Ja, da haut er irgendwas rüber. Ja, das riecht auch ganz gut, das wär's auch schon. Ist das so Fensterputzmittel? Das ist bestimmt Rosenwasser, ganz, ganz teuer. Jetzt wird die Maschine angeworfen. Lass ruhig deine Augen zu. Dein Modell war ein neueres. Das kämmt da die andere Seite so ein bisschen zur Mitte. Den Deckel. Kann jetzt schön sehen hier, wie er den Seitenscheitel links macht. Und das deutet sich jetzt hier so ein Doppelscheitel an. So, es sind hier die Seiten dran, die hier ein bisschen... Die werden nochmal kürzer gemacht. Viel ist nicht übrig. Dein Kunde hat auf jeden Fall gerade den Daumen gehoben. Der muss das gerade ganz... Hat extra den Daumen unter seinem Umhang hervorgeholt. Das Ding ist halt... War doch der Daumen, oder? Wir können auch hier mal die Frau fragen. Bist du soweit zufrieden mit ihm hier, also mit der Frisur? Das weiß ich noch nicht. Naja, du siehst doch jetzt, wo es hingeht, so langsam. Ja, ich muss mal gucken, wie das nachher fertig aussieht. Hauptsache, es sieht mal wieder vernünftig aus, ne? Was? Er hat einen Sidecut gemacht? Ein Sidecut, ich glaub's ja nicht. Was heißt denn das? Ja, hier, Seiten weg. Zum Vorstellungsgespräch kann er so nicht gehen. Aber braucht er zum Glück ja auch nicht. Ist er Hartz IV? Nein. Hat einen guten Job. Was macht er denn? Bürokaufmann. Und sein Bart sorgt schon für ein bisschen Ärger. Seine Chefin hat ihn letztens gefragt, wie lang sein Bart noch werden soll. Und er sagte, kennst du Sisi Top? Da darf er ja auch nicht solche Schuhe anhaben, oder? Nee, die darf er nur in der Freizeit tragen. Und wo hast du deinen Mann nun kennengelernt? Das kann ich euch beim besten Willen nicht erzählen. Das bleibt doch unter uns hier. Ja, genau, mit zwei Mikrofonen vorm Gesicht. Das bleibt unter uns. Lass dich nicht stören, aber wo hast du denn deine Frau kennengelernt? Hast du auch Haare zwischen den Zähnen oder warum redest du nicht? Ja, warum pressen du die Lippen so aufeinander? Das bleibt unter uns, ja. War das so schlimm? Da muss ja irgendwie was ganz Besonderes vorgefallen sein. Ja, das war schon... Ja, wie teuer war sie denn? Was schätzt du, wie er seine Frau kennengelernt hat? Auf einer Clubtoilette. Stimmt das? Ja, er tut jetzt so komisch, weil wir fragen sie mal. Unter dem Kittel hat sich gerade wieder was gehoben. Ja. Vielleicht war es wieder sein Daumen. Also, der Friseur mutmaßt, ihr habt euch auf einer Clubtoilette getroffen. Nicht so ganz. Friseure haben sehr viel mit vielen Menschen zu tun. Und ein bisschen abschätzen, ja. Genau, und deswegen wird er wahrscheinlich nicht so weit daneben gelegen haben. Ja. Höchstwahrscheinlich. Erkennst du denn so an einer Frisur auch einen Typen, der echt cool ist? Bin ich frisurmäßig zum Beispiel? Geht gar nicht, ne? Also ganz ehrlich, nee. Da könnte ein bisschen Schnitt rein, ein bisschen Farbe. Aber es sieht irgendwie alles sehr platt aus. Ich denke, das könnte man ein bisschen netter machen. Eigentlich ein hübscher Kerl. 14 Euro. Ja. Du bist ein hübscher, das müssen wir ihm mal kurz sagen. Sorry. Deine Frau findet, dass mein Kollege ein hübscher Kerl ist. Bist du damit einverstanden? Da regt sich jetzt wieder was unter dem... Ja, ich mach dann den Bart hier erstmal ordentlich. Ja, was heißt ordentlich? Er wird mehr oder weniger entfernt. Jetzt rasiert er dann noch was anderes drin rum. Das wird dann bis aufs Atom genau gemacht werden. Wenn wir noch einen Vorschlag machen dürften, dass er vorne auch ein bisschen kürzer hat, dass die Nudeln nicht immer hängen bleiben in der Suppe ist. Ich glaube, der junge Mann mag keine Suppe. Sonst würde ich an seiner Stelle Buchstabensuppe essen. Da kann man auch so ein Spiel machen. Ja. Dann stecken die ihr Gesicht in diese Buchstabensuppe, ihren Bart, holen dann das Gesicht wieder raus. Ja.
dann muss jeder von den anderen ablesen, was dann so im Bart geschrieben steht. Das ist schon ein Spiel. Manchmal spiele ich das auch so, ja. Mhm. So ein B würde wahrscheinlich hängen bleiben bei dir. Oder ein B, ein W, ein X. Also die würden so... B, B, X. Ja, oder auch, ja. Bei so einem O würde ich sagen, die fallen schnell wieder ab. Mhm. Du meinst alles, was solche Spießer nach außen ja, hat? Ja, oder Z. Ja. Natürlich immer schwere Wörter dann. Ja, ja, das ist doof dann. Da musst du, das ist auch das... Zyklon. Das ist auch die Kunst, dass du sozusagen deinen Bart dann so schneidest, dass dort möglichst, also die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dort Buchstaben hängen bleiben, mit denen sich gut Wörter bilden lassen. Ja, und auch schon, dass die Buchstaben so in der richtigen Reihenfolge auch hängen können. Dass sie auf einer ja, Linie aber sind. Das ist, nee, das ist bei diesem Spiel nicht unbedingt eine Forderung. Ist das nicht anstrengend, wenn du ja, im Gesicht noch die Buchstaben, wenn die verschieden hängen, auf verschiedener Höhe hängen, an verschiedensten Stellen? Ich würde die hier schön über den Schnauzer platzieren. Da hat man schon mal ein Wort ja, unter der Nase gleich. Ja, aber das kannst du nicht so. Also die ganz besonders guten Spieler, die können das natürlich beeinflussen. Ja? Die rühren auch vorher dann ihre Suppe so um, dass das alles gut passt, ja. Aber das ist schon eine hohe Kunst, das dann so zu machen, dass du dann auf deinem Schnauzbart regelrecht ein Wort stehen hast, ja. Wie Annemarie oder irgend sowas. Ja. Das ist aber wirklich eine ganz, ja, Annemarie ist aber auch ganz schon, hohe Kunst. Auch schon musst du schon längeren Schnauzer haben, weil jetzt stell dir mal vor, du willst, deine Freundin heißt Lieselotte. Ja. Und du willst das gerne auch so immer mal wieder unter der Nase haben. Und wenn die jetzt noch Lieselotte Annemarie heißen würde. Ja, solche Doppelnamen ist natürlich schwierig. Das ist schwierig, ja. Das ganze Leben ist schwierig. Ja, ja. Sich nicht unterkriegen lassen, ne? Mhm. Den Kopf nicht in die Suppe stecken. Ja, nicht den ganzen Kopf. Aber bei dem Spiel musst du natürlich schon... Ja. Kriegt da die Schuhcreme oder auf ja, den Kopf? Ja, das ist so eine Mixtur, also zwei Komponenten Haargel ist das. Jetzt wird hier noch ein bisschen geföhnt hier. Stay tuned with Ernst and Albert. Was haust du da jetzt für Pomade noch rein? Diese Pomade kommt aus Australien, heißt Monsterholz. Ist das ein Zwei-Komponenten-Kleber? Fast. Wenn ihr duscht, ist das ja alles wieder raus und verloren. Nein, also Fett lässt sich leider nicht nur durch Wasser und ein bisschen Shampoo lösen. Da muss man tatsächlich mal eine Nacht drauf pennen und dann geht das. Fett? Also er macht jetzt die Haare fettig oder wie? Das ja, sind auch, guck mal, das sind auch solche, was ist das hier? Beutel, ja. Das sieht aus. Das sieht aus wie eine Bonbon-Dose. Ja, aber guck mal, das ist ja, da ist so aus ein Russlandfeldzug. Da ist so ein Wildschwein oder irgend sowas drauf. Na, vielleicht ist das irgendwie aus irgendwelchen Fettdrüsen des Wildschweines gewonnen. Mhm. Ja. Aus den Hinternhaaren. Die werden dann 3 Tage gekocht. Ja, und dann bleibt dann irgend sowas übrig. Und das wenn du das jetzt in die Buchstabensuppe rührst, ja, hast du bei dem Spielchen den Schnauzer immer gleich schön. Mhm. Ja, genau. Da kann sich die Lieselotte Annemarie aber wirklich freuen, wenn die so einen tollen Mann hat. Ja. Die steht da übrigens gerade hinten und guckt mal so rüber, was. Ja, sie guckt mal, was, sie was guckt, die Lage guck mal, ist. Guck mal diesen skeptischen Blick. Ja, ja, aber so aus richtig zufrieden ist sie nicht. Aber aus 5 Meter Entfernung, ja, und er so von hinten, von schräg, ja, hinten und kräuselt so die Stirn. Ja. Wird sich denken. Nee. Sag mal, wir haben dich schon beobachtet, du hast gar nicht so gut geguckt von da hinten. Der sieht so brav aus. Der sieht so aus, als ob er gerade frisch von der Mami geleckt ist. Also heute gehst du mit ihm nicht mehr aufs Klo, ne? Nee, also heute nicht mehr. In 2 Wochen wieder. Weißt du, er hat jetzt auch so eine Fettpomade in den Haaren. Oh mein Gott. Ich glaube das nicht. Also, da ist auch eine von diesen Schälchen, aus denen er das rausholt. Da ist so ein Wildschwein drauf. Ja. Was?
Oder ist er nun gekommen? Schwiegersmutters Darling. Deine Frau ist nicht so begeistert jetzt. Wächst wieder nach. Keep being serious with Ernst and Albert. So, wo geht's Ernst denn? Und Albert, wir waren frisch beim Friseur. Oh, jetzt. Und jetzt geht's hier Richtung Main Hall. Ich gehe mal voraus. Wollt ihr jetzt hier? Hi. Sieht es hier aus wie ein Feuertreppenhaus. Treppe frei halten steht ja auch gleich da drauf. Das regnet ja hier draußen. Wo geht's hier zur Main Hall hier rein? Okay, wir sind jetzt im ersten Stock, allen oben drüber. Eigentlich würde ich mich jetzt gerne mal hier irgendwo ausruhen. Hier hast du einen Stuhl, kannst dich hinsetzen. Ja, und du? Ich stehe, ich bleibe einfach dann setze ich mich jetzt mal hier vorne vor den Blacks und ja. Caps, setze ich mich ja einfach mal so hin. Ja. Er muss sich nur mal ausruhen. Nimmt der jetzt hier Kundschaft weg? Wer weiß. Oder er zieht welche an. Weil wenn da schon einer sitzt, kommen noch mehr. Ich gebe dir mal einen Metal Toe. Sind das Scherben da vorne drauf? Metallsplitter. Vom Mond. Vom Mond? Und da kosten die nur 70 Euro. Ah, die waren mal bei 14.000, aber wir haben die reduziert auf 70. Aber guck mal, du kannst ja auch hier sowas nehmen. Ja, ein ganz weiß. So ein Doktorschuh. Ne? Ja, das, da kannst du einmal, wenn du da einmal durch den Schlamm gehst, kannst du wegschmeißen. Ne? Ja, frag den doch mal nach der Pflege. Das würde er doch mal sagen hier. Ja, sag mal. Ich komme da hinten ja jetzt nicht mehr wie hin. Wie macht man den wieder sauber, wenn man einmal durch den Schlamm gegangen ist? Der ist nur für Indoor gedacht. Ach so, also der ist auch nicht Waschmaschinen geeignet. Ah, bedingt. Also Kaltwäsche wird funktionieren. Also mehr okay. So ein Pushen für drinnen. Wenn ich hier so sitze, ne, kann ich viel besser die Schuhe erkennen von den Leuten. Ja, und? Guck mal, die hat keine Turnschuhe an. Hallo, du da mit den krausen Haaren und mit dem Regenschirm. Sie läuft. Ja, die hört noch nicht mal her. Nee, ja, aber man muss schon sagen, allgemein, guck mal die Schuhe ja, an. Und hier, hallo, kommst du mal her bitte? Komm mal bitte. Ich kann nicht aufstehen, ich muss ja mal ein bisschen sitzen. Du hast keine Turnschuhe an. Ja, stimmt. Ja, was machst du denn dann hier? Was soll denn das? Einfach mal gucken, man muss ja von allem was haben. Gehört die da auch noch zu dir, das kleine Mädchen da? Nein. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du deine Kinder hier auch noch herschleppst. Die habe ich übrigens dabei, mein Sohn. Hat der Turnschuhe? Der hat Turnschuhe an. Dann zeig uns den mal, dann stehe ich hier auch mal wieder auf. Das ist mein Sohn. So Junge, deine Mutter ist uns unangenehm aufgefallen. Das ist total peinlich, wie die hier rumläuft, oder? Ja. Willst du sie da nicht mal beraten? Ja, natürlich. Deswegen habe ich sie ja mitgenommen, ne? Ah, na, du verlangst, dass sie dich berät jetzt. Aber du sollst sie ja beraten. Hast du denn schon irgendwas gefunden hier? Nee, ich bin einfach so spontan auf der Suche nach vielleicht irgendeinem Schuh, aber ich bin jetzt auch nicht, muss jetzt auch keinen kaufen. Also ich habe mega viele Sneaker. Ich verkaufe auch sehr viele Sneaker im Internet, also. Was hast du denn hier für Schuhe an? Jetzt gucken wir mal deine. Boah, das. Das geht ja gar die nicht. Die sind ja schon kaputt. Ja, das sind die True Adidas Originals, aber von früher noch. Also sind wirklich oldschool, sind nicht neu im Laden gekauft oder so. Die sind schon über 20 Jahre alt. Hat dein Vater schon angehabt, oder? Ja, so ungefähr, genau. Ich habe mehr als genug Schuhe. Ich habe auch Schuhe, die sehen top nagelneu aus. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wie viele Schuhe hast du? Wie viele Paar? Also bei mir oben jetzt bestimmt 30, 40 Paar und unten stehen auch noch mal einige. 30, 40? Wie viel hast du denn? Keine Ahnung, aber es sind nicht so viele. Keine 30, 40 Paar. Muss man sich da als Mutter nicht Sorgen machen, wenn der Sohn, ich meine, wenn die Tochter noch mehr Schuhe hat als die Mutter? Ich schmeiß ja gelegentlich auch mal welche weg. Er hat jetzt ganz aufgeregt geguckt, als du gesagt hast, du schmeißt da gelegentlich mal welche weg. Ja, wenn man sie nicht mehr so schön findet und die so ein bisschen abgetragen sind. Naja. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Messe. Peace out. Was hast du gesagt? Peace out. Peace off. Verpiss dich. Take a chance and enjoy your time with Ernst and Albert. Guck mal, da sind Liegestühle, die haben's ja gut, vor der Toilette. Da steht doch was, Sneakers Paradise Charity ist, ja. Hey, 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 yo, 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 na du? Na? Spielst du gerade was Schönes? Nee, ich entspanne. Was ist das hier, eine Entspannungsecke? Ja, so ein bisschen. Was geht bei euch so? Ja, wir spannen hier auch gerade so ein bisschen. Cool. Na, hast du schöne weiße Schuhe an, ne? Ja. Was sind das für Antennen, die du da dran hast? Das sind die Schnürsenkel. Ah, die trägt man wohl so jetzt? Hat mein Freund so geschnürt, findet er besser so. Dein Freund?
Wer? Am Ende des Schnürsenkels ist ja nochmal immer so eine Kunststoff über dem Schnürsenkel. Und diese ja, das ist Kunst- so eine Hülle, ja, die halt Hülle am Ende, damit man das besser durchbekommt. Ja, genau. Und die Hülle steckt jetzt sozusagen nach, steht nach außen weg. Ja. Aha. Naja, ne, ist doch so, oder? Ich wollte es nur mal für unsere Zuhörer erklären. Okay. Für mich sieht das aus, als wenn das so zwei Hörner wären. Du hast das also jetzt so gewollt, dass es so aussieht. Ja, genauso wie bei mir auch. Einfach damit. Stimmt, bei dir ist es ja auch. Damit so. Man da keine Schleifen haben braucht, ist ne? Ist das jetzt Partnerlook? Ja. Wart ihr schon auf dem Klo? Ja, mehrmals. Ihr seid ja hier auch in der Nähe vom Klo. Chillen und Toilette, hat das was? Es gibt schon Zusammenhänge. Ne? Bei mir ist es auch immer so, wenn ich ein bisschen zur Ruhe komme, mich ein bisschen hinsetze. Da muss ich oft schon mal aufs Klo und pissen. Ja, also die Toiletten sind hier besser, weil hier hat man einen Deckel. Hier kann man sich hinsetzen, theoretisch, aber unten nicht. Ach so. Ja, ja. Ist das bei, sitzt du dich auch mal hin, wenn du pinkeln musst? Zu Hause auf jeden Fall, aber hier an solchen öffentlichen Plätzen meide ich das Hinsetzen. Mhm. Da habe ich das große Glück, dass ich stehen darf durch mein Geschlecht. Und deswegen feiere ich das Stehen dann und wann mal. Ja, Frauen sind da auf jeden Fall benachteiligter. Wie machst du das dann auf dem Klo? Ja, gibt es unterschiedliche Rituale. Das kommt dann auf die Lokalität an und auf das Event, aber da gehe ich jetzt nicht so ins Detail. Hast du so ein Spray mit dabei, so eine Hygiene, was alles so? Was? Händedesinfektionsmittel auf jeden Fall. Aber ansonsten kannst du dich da bestimmt ans Gesundheitsamt wenden. Ja. Ja, weißt du Bescheid jetzt. Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen faken mit dem Gesundheitsamt. Wir brauchen jetzt jemanden, der so tut, als wäre er vom Gesundheitsamt. Meine Damen und Herren, Ernst und Albert, sind wir jetzt direkt hier mit dem Gesundheitsamt verbunden. Worauf ist denn zu achten beim Pinkeln und beim AA, wenn man bei fremden Leuten mal sich verpieselt? Ja, also ganz wichtig ist halt vorher und nachher die Hände waschen, das ist ganz wichtig. Vorher auch. Aber ich meine, interessiert die Leute das denn, die gerade zuhören, überhaupt? Ist das überhaupt live oder? Na, live ist das ja nicht, aber trotzdem interessiert das bestimmt die Leute. Das sind einfach auch die Themen, die ansonsten ausgelassen werden. Und weil da, wir dann, nicht. Da möchte keiner drüber sprechen. Weil wir nicht zur Lügenpresse gehören, ja. Sondern zur Pressenlüge. Wie sieht's aus? Jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Hände waschen währenddessen. Ja, kann man auch machen. Ne? Also wenn man jetzt groß geht und es dauert halt, kann man auch ohne Probleme die Hände dabei waschen. Ne? Also wenn man gerade so nett sitzt und Waschbecken ist in der Nähe, kann man ja auch zwischendurch. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Ja. Das fördert auch den Harnfluss. Durch die Verbindung zu der Flüssigkeit kann das durch warmes Wasser natürlich nochmal gefördert werden, ja. Und natürlich dieses Plätschern des Wasserhahns. Ja, in der Tat. Ja. Aber mal was anderes, warum hast du eine 3D-Brille? Eine was habe ich? Eine 3D-Brille. Das ist keine 3D-Brille, Kollege, sondern das ist eine 3D-Brille. Das ist eine Sneaker-Brille. Okay. Und die Kopfhörer sind auch falsch rum auf. Ich bin in der Tat vom Gesundheitswesen, aber nicht vom Gesundheitsamt. Welche Bakterien sollte das Gesundheitswesen denn mal mehr noch bekämpfen? Noch mehr? Noch mehr. Ja, also man sollte auf jeden Fall E. coli, ist ganz wichtig, die zu bekämpfen. Das ist Fäkalbakterien, ja. Das ist das, was aus dem Hintern kommt. Da habe ich auch nochmal eine Frage ans Gesundheitsamt. Ist das denn so, dass bei einer Frau andere Sachen aus dem Hintern kommen als beim Mann? Nein, absolut die gleichen. Also, dass ein Frauenpups besser riecht? Ja, wie das findest du dann? Riecht ein Furz von deiner Freundin besser als dein Furz? Nochmal bitte. Meine Furz besser riechen als deine. Da wir in der Regel eigentlich fast das gleiche essen, riecht es ziemlich gleich, ja. Ja. Ihr macht aber nicht etwa irgendwelche Wettbewerbe jetzt zu Hause, oder? Nee, aber wenn man dann irgendwann ab einem gewissen Punkt in der Beziehung, da erzählt man sich schon viele Details. Ja. Was denn so? Naja, Konversationen eben über Ausscheidungen. Täglich. Sollte man sich denn nach dem Kotzen auch die Hände waschen? Ja, kommt drauf an, wohin man kotzt, ne? Und was man auskotzt. Aber da kommen jetzt nicht irgendwelche Bakterien mit, oder? Da kommen auch Bakterien mit. Es sind überall Bakterien. Ah, okay. Da habe ich nochmal eine Fachfrage, ne? Ja. Das Wort Bakterie. Ja. Kommt das, weil die dann dranbacken bleiben an einem? Dass sie was? An einem Backen. Ob die an einem kleben bleiben, sozusagen. An einem dranbacken. Ja, in der Tat. Die haben ja Haftinstrumente, an denen die dran kleben bleiben. Das ist so. Deswegen heißen die dann Bakterien. Die backen dann so. Die heißen auch Bakterien. So was lernt man in der Biologie in der Schule. Ich gehe mal kacken. Echt? Ja. Deine Schuhe.
Das sind ja wie Socken. Ja, das fühlt sich tatsächlich auch so an. Ja, aha, das ist ja interessant. Sie und hier ist auch noch so Luft. Gehen die unten runter durch? Ja, hier ist Luft sozusagen, damit das nochmal zusätzlich gedämpft wird. In der Mitte des Sohlenbereiches könnte ich jetzt theoretisch, ich möchte es nicht machen, aber meine Finger zwischen deinem Fuß und der Sohle hindurchstecken. Genau. Das ist sozusagen eine extra Belüftung von unten dann in gewisser Weise. Und es wird halt nochmal anders gefedert. Also man hat halt mehr Möglichkeit, dass es gedämpft wird. Ist das jetzt zum normalen Gehen gedacht oder so als Sportschuhe? Nee, ich ziehe die zum normalen Gehen an. Was kosten die Dinger? Originalpreis ist 180 Euro. Ah, okay. Das würde mich zum Poolen verleiten. Ich würde immer mit den Fingern da rein und da durch. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das bei dir so ist. Ich könnte jetzt eine These aufstellen, ne? Ich habe ja soziale Arbeit studiert und es gibt ja, nach Kant gibt es ja verschiedene Phasen, die du durchläufst, ne? Die orale, die anale und so, und wahrscheinlich hast du da irgendwie was verpasst, du hast Nachholbedarf. Ich setze mich mal ein bisschen zu dir runter. Ich habe früher Buchstabensuppe immer gegessen und habe ich als ich in der Pubertät war, habe ich einen irren Bartwuchs bekommen, also Wahnsinn. Okay. Viel mehr als heute. Also überall. Ja. Ne? Und da sind die Buchstaben teilweise wiedergekommen. Im Gesicht hängen geblieben. Ach so, ja. Ne? Und da habe ich manchmal noch so schlechte Träume von. Dass dir die Nudeln im Gesicht hängen? Mhm. Naja, die Sache ist ja, was passiert mit den Nudeln, ne? Also würdest du sie gerne in den Mund nehmen oder sie mit deiner Kacke vermengen? Ich denke mir immer, ich verteile die auf meiner Kacke. Ja, dann ist es definitiv die anale Phase. Da haben wir das Geheimnis gelüftet. Was kann ich denn jetzt dagegen tun? Naja, Oder ist es okay? Darf das auch einfach sein? Na klar, solange du niemanden damit schädigst, ne? Also ich weiß ja nicht, ob du alleine wohnst, weil deine Mitbewohnerinnen könnten eventuell davon angeekelt sein. Ich wohne nicht alleine. Ich wohne mit meiner, wir haben eine Praktikantin. Und die ist im Moment bei uns untergekommen. Mhm. Und die ist aber nicht deine Freundin. Die ist... ist schwierig. Okay. Die Angelina ist das. Ach, die Angelina. Ja. Mhm. Und die ein sehr schöner ganz, Name. Ganz, kommt ganz, aus Ostdeutschland, ist, oder? Ist ein ganz feines Mädchen, die Angelina. Die hat eigentlich einen Freund. Eigentlich? Was soll denn das eigentlich? Das läuft nicht mehr so rund. Ja. Und jetzt ist hier auch so ein bisschen, wie soll man sagen, bei uns untergekommen erstmal. Das ist hier bei uns im Studio. Wir haben da so ein Sofa. Oh. Ist das eher, so eine Bewerbungscouch. Ja. Also wer noch Praktikantin werden? Willst du Praktikantin bei uns werden? Nee, du, ich bin raus aus dem Praktikantin-Bereich. Wie heißt du denn? Theresa. Ich grüße meine ganze Familie und meine Crew. Woo! So. Haben wir das jetzt auch. Ja, haben wir. Ja. Die mochte mich schon ganz gerne, die da links neben mir saß. Ja, bestimmt. Bin ich sicher. Bloß, weißt du, die trauen sich das immer nicht so direkt mir zu sagen. Die sind dann immer ein bisschen eingeschüchtert wegen dem Mikrofon. So, wollen wir mal wieder runtergehen, ha? Ja, gehen wir mal wieder runter. Hier are Ernst and Albert. Man könnte ja hier mal den Fahrstuhl nehmen. Ah, Fahrstuhl gibt es ja auch noch. Ja. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Hier ist ein Spiegel. Ah, so. Das sehen wir uns ja. Ich wusste gar nicht, dass ich so hübsch bin. Guck mal, ich finde meine Frisur. Wo müssen wir jetzt hin? Erdgeschoss, nehme ich mal an. Der hat doch. Drück mal Erdgeschoss. Gibt doch nicht 45. Bitte, was hast du gesagt? War das Angelina? Was für ein Geschoss? Ganz schönes Geschoss hat sie. Da steht es ein Geschoss. Türen. Hä? Hä? Ja, fahren wir mal mit nach oben. Das ist was soll denn das jetzt hier? Wo geht denn? Wo die Na guck mal, da naja, musst du doch. Wir fahren noch mal nach oben. Vielleicht fällt da mit uns ja mal runter. Wir können mal gucken, ob wir den. Es geht wieder die Tür auf. So. Komm ruhig rein. Kommt rein. So, hi. Wo willst du denn hin? Ich hätte ja auch gedrückt für dich nach unten. Ach, alles gut. Drücken, das kriege ich noch hin. Was bist du denn für einer? Früher hat man gesagt, hallo, wie geht's? Und nicht, was bist du denn für einer? So wurde ich schon lange nicht mehr begrüßt. Was macht ihr jetzt? Von wem seid ihr?
Vom Fahrstuhlradio. Heißt das Fahrstuhlradio? Gibt's das wirklich? Ja. Das kommt dann hier oben aus dem Lautsprecher raus. Okay. Erstes Obergeschoss. Ja, der ist wahrscheinlich nur mal so zum... Schöne zum Schuhe hast du an. Danke. So, wer will jetzt, Leute? Der Nächste. Wer will mit uns mal fahren hier eine Runde? Alle Leute einsteigen, es geht wieder los. Eine große Rundfahrt. Na, unten so, Leute, und nach oben. Einsteigen, geht er. Kommt hier alle her, es ist doch ein Familienausflug wert. Junge Frau, hier gibt's nicht nur einen Salat, hier gibt's nicht nur eine Primel. Hier gibt's auch eine Freifahrt, Leute. Ich halte nur die Tür ein bisschen auf, ne? Ja, guck mal. Alle einsteigen, hier kommen hier die Mädels. Komm hier extra, hier kommen mit uns im Fahrstuhl. Fräulein, du hast so einen schönen blonden Zopf. Du passt hier gut hin, du. Okay, mal hinterher. Schnell, komm her. Bleib hier stehen. Ich bin Captain Nemo und ich nehme mich jetzt mit hier. Aber nicht Doro, ne? Wo geht's denn hin? Nach unten geht's, nach runter. Aber was willst du denn unten? Da fahren wir auch wieder hoch. Aber ich war ja gerade unten. Warum sprichst du die ganze Zeit so komisch eigentlich? Also, wo kommt ihr denn weg? Wer seid ihr denn? Ich bin der Fahrstuhlkapitän. Seitdem wir jetzt wieder aus dem Fahrstuhl, der im Übrigen zwar nach unten geht, aber da ist dann eine verschlossene Tür, man kommt da nicht raus. Und da wolltet ihr mich mitnehmen? Mein Freund ist ja arbeiten. Ja, willst du uns nochmal deinen Freund kurz vorstellen? Ja, der ist da gerade am Verkaufen. Ah, der ist der finstere Geselle da? Der mit dieser bösen Mütze, oder? Ah, der haut uns eine aufs Maul. Ja, mit dem wollen wir doch nicht reden. Wir müssen so tun, als wärst du jetzt sofort, wir haben ja vorhin so angefangen, ich habe das rumgerufen, als Captain Nemo, weißt du noch, ne? Ja. Und jetzt setz dich da mal wieder so ein und dann schneiden wir das so, als wenn du dann sofort gekommen wärst. Was machen wir dann mit dem ganzen anderen Gespräch? Also ich drücke... Das können wir da... Ich drücke erstmal hier drauf. Ich rufe nochmal so, ne? So, Leute, hier eine Freifahrt gibt's hier. Wie lange dauert die denn? Es gibt die kleine Fahrt. Los, ja. Ja, natürlich. Es gibt die kleine Fahrt und es gibt die große Fahrt. Die große Fahrt ist hoch und runter. Bitte hoch und runter. So, komm. Du musst jetzt Erdgeschoss. Wie heißt du denn? Sasa. Fahrtrichtung abwärts. Guck mal, wir haben einen Spiegel hier. Komm, ja. Da sehen wir die Tatsache. Ja. Guck mal, jetzt lächel ich auch mal ein bisschen. Die Tür öffnet sich. Oha, was ist das denn hier? Kommen also, die beiden Vögel denn her? Wo kommt denn ihr? Wo kommt ihr denn her? Mit denen dürfen wir nicht reden. Nee, ihr dürft nicht sagen, ihr seid nicht volljährig. Ihr seid nicht volljährig. Wir dürfen nicht mit euch reden. Nein, rede nicht mit denen. Wollen wir nochmal eine Runde fahren? Nee, sonst bin ich gleich noch in Erklärungsnot. Hallo, Fräulein. Hier ist ein Fahrstuhl. Komm her. Komm einfach rein. Komm, Schätzchen. Mäuschen. Komm. Komm zum Onkel. Ja, sie nehmen die Treppe. Komm jetzt. Ja, dann gehen wir jetzt halt auch die Treppe. Ja, gehen wir auch die Treppe. Ernst und Albert nehmen die Treppe. Ja. Weil die Dussels unten die Tür zugemacht haben. Hi, wie heißt du? Tabea. Okay. Guck mal, hier geht's noch einen tiefer. Wollen wir da auch mal gucken, was da kommt? Da geht's. Da sitzt einer. Ja, da können wir mal rausgehen. Es regnet ja so leicht. So, Ernst und Albert vor dem Messegelände. Im Schlamm. Ja. Große Wasserpfützen umgeben uns. Wir haben ja auch keine weißen Sneakers an. Nee. Wir haben ganz normale Gummistiefel an. Ja. Hallo, wir hätten gerne noch mal so einen Schnaps. Wir wollen uns verabschieden von. Nee, ich trinke keinen, ich muss Auto fahren. Du kannst auch. So, dann stoß aber wenigstens mit mir an. Ja, dann anstoßen kann ich. Prost. Hier, Kollege, du kannst zwei trinken. Ich nehme nur einen. Ich muss einen Moment warten. Jetzt komm, hau weg. Ein bisschen schwindelig, ist mir schon. Ja, ist egal, hau weg das Zeug. Wir trinken nochmal auf unsere Zuhörerin. Ja. Auf die trinke ich jetzt nochmal. Ja, trink mal auf die nochmal, ja. So, ist das weg. Und hiermit übergeben wir uns. Ab. You are listening to Ernst and Albert. Wie viele Turnschuhe hast du denn daheim? Mhm. Turnst du überhaupt? Ja, also ich habe einen Turnbeutel, habe ich. Einen blauen Turnbeutel mit so einem Kordelzug. Sind da auch Turnschuhe drin? Die habe ich damals, als die vierte Klasse um war,
habe ich den Beutel dann an die Seite gelegt. Warum? Hast du nicht mehr, habt ihr dann nicht mehr Turnen gehabt? Nee, ab der fünften? Nee, ich bin dann ja nicht mehr zur Schule gegangen. Da müsste eigentlich auch noch die Dose drin sein. Mit den Butterbroten. Bestimmt inzwischen Knäckebrot geworden. Mhm. Oder die Silberfische haben sich da inzwischen gütlich dran getan. Es ist eine Einheit geworden. Mit einer Einheit aus Silberfisch, Käse und Sole. Ja. Du hast ja mal Silberfische direkt gezüchtet. Was wolltest du da? Das war mal so ein Hobby, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Mhm. Aber du hattest diese Silberfischrennen? Ja, das waren das so im Club. Maximal durfte jeder 3 Silberfische mitbringen. Da hat von jedem das Team hat so eine bestimmte Farbe, so einen Farbklecks oben drauf bekommen auf dem Rücken. Ja, so eine Binde wäre ja auch schwierig gewesen. Also die würden da immer stolpern und deswegen haben die dann so einen Punkt auf dem Rücken bekommen. Ein paar Preise hast du bekommen, ne? Ja, meine Silberfische, die haben immer gewonnen. Mhm. Ja, und haben die immer gewonnen? Ja, immer. Rate mal, warum. Du hast mit deiner Silberfischkultur irgendwas Besonderes angestellt, dass die dann... Nee, ich habe den Turnschuh angezogen. Jetzt wirst du fragen. Ja? Also natürlich, also solche kleinen Schuhe... Wollte ich gerade fragen. Ich habe den mit so einem 2-Komponenten-Gummikleber... Und da habe ich dir immer so ein kleines Tüpfelchen an die Füße gemacht, also nur so an die Spitzen. Mhm. Hast du und da dann, auch, hast dann du haben auch so die hervorragenden Halt dann gehabt. Hast du da auch noch so hingekriegt, so 3 dünne kleine Streifen drauf zu malen? Das durfte ja auch keiner sehen, weil das war ja mein großes Geheimnis. Ich bin dann irgendwann raus aus dem Business, mehr so. Aber das heißt doch, glaube ich, auch einen Rennwagen so, ne? Es gibt auch einen Rennwagen. Der Silberfisch. Das kann sein, dass das später dann auch so im Motorsport übernommen wurde. Die Verantwortung für die Sendung Ernst und Albert. Die haben Lars Fischer und Mario Trams. Keep being serious with Ernst and Albert.